themselves, we see their heads hung low. We've heard the next executioner and is locked on his death row. You walk slowly down the corridors, someone has prayed for your soul. And you can hear the silence behind you because you are reaching the final goal. Heute mal wieder eine Vorstellung zu einem Sanremu-Messer und zwar zu einem Fixed-Messer von Sanremu. Seit einiger Zeit stellt Sanremu ja auch feststehende Messer her und gerade bei den kompakteren Modellen durchaus mit großem Erfolg, würde ich mal sagen. Die haben einfach ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis und sind durchaus tauglich. Cool vom Design sind sie auch noch oftmals, ja. Wenn da dann die Fertigungsqualität so überzeugen kann, dann ist es nicht verwunderlich, wenn solche Modelle sehr, sehr populär werden. Und heute habe ich hier das S721, das 721. Und ich habe mir mal gedacht, ich mache mal die Griffschale ab, damit wir erst mal gucken können, wie die Teile denn unter der Haube verarbeitet sind. Und ganz typisch Sanremu-technisch, ganz, ganz saubere Arbeit, sauber gebrochen. Kann man sich absolut nicht beschweren. Hier am Ende haben wir noch einen Flaschenöffner. Noch ein Lanyard einfädeln. Das ist halt der Überstand. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gebraucht hätte. Da könnt ihr ja gerne mal ein Feedback hinterlassen, ob diese Multitool-Eigenschaft, ob ihr die gut findet, wofür man das hier noch benutzen könnte, außer eine Flasche zu öffnen. Ich glaube, ein sauberer Abschluss, verlängerter G10-Griff hätte mir besser gefallen, aber das ist absolut Geschmackssache. Also rein fertigungstechnisch hat Sanremu da wieder voll abgeliefert. Jo, und dann bauen wir das Ding mal wieder zusammen. Wir haben hier auch ein D-Profil, dass die Hülsen sich nicht verdrehen können. Auch immer, wie ich finde, sehr, sehr gefällig. Hier das waldgrüne G10, dunkles G10 mit mehreren Ebenen gegroovt. Gibt also durchaus Traktion, gerade in den vorderen und hinteren Bereichen. Jo, fixiert werden die dann über die Hülsen mit zwei Schrauben. Da haben wir 8er Torx. Jo, um das also vorwegzunehmen, verarbeitungstechnisch hat Sanremu da wieder voll abgeliefert. Und ich finde das Design auch ziemlich gefällig. Diese wirklich schön hochgezogene Spitze, fast schon eine Säbelform. Die lange Swatch mag ich immer sehr. Jimping haben wir hier noch meiner Meinung nach ziemlich uneffektiv. Na gut, aber bevor ich jetzt ins Plaudern komme, wirklich eine saubere Verarbeitung. Scharfabwehr kam das Teil. Da konnte ich nichts meckern. Und designtechnisch gefällt mir das auch. Könnt ihr mal gerne Feedback hinterlassen, wie euch das Teil gefällt. Meinerseits geht erstmal ein Dankeschön an Gearbest raus. Gearbest hat mir dieses Messer nämlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei Interesse findet ihr einen Link zum Bezug, also in der Videobeschreibung. Und hauen wir mal die technischen Daten raus. Wir haben 21,4 cm Gesamtlänge, ist also diesmal durchaus etwas länger, dieses Messer. Wir haben 10,6 cm Klinglänge, davon entfallen effektiv auf die Schneide 9,3 cm. Die waren ab Werk schön scharf, nicht sauscharf, aber mit einer schön anständigen Schärfe ausgeschliffen. Die Klingenstärke beträgt stabile 3,5 mm, durchaus stabil bis zur Klingenspitze, um damit auch härtere Arbeiten anzugehen. Und dennoch noch den Mix gefunden, dass man damit noch vernünftig arbeiten kann. Wir haben einen recht hochgezogenen Flachschliff und der läuft mit 0,65 mm auch eher stabil aus. Beim Fixed ist das aber vertretbar und in Ordnung meiner Meinung nach. Klingenstahl haben wir den 8CR14 MOV.
kann ich gut mit leben. Relativ rostträge, lässt sich schön scharf bekommen und vor allem leicht scharf halten. Viele mögen den nicht. Ich finde das in diesem Preisrahmen völlig, völlig in Ordnung. Sehr schön gelungen ist das Finish dieses Messers. Wunderbar, wunderbar satiniert die Klinge. G10 wurde toll verarbeitet. Wir haben einen leichten Überstand des Stahls. Die Griffschalen also ein bisschen kleiner gehalten. Es gibt dieses Messer in zwei Versionen, einmal mit diesem Waldgrün und einmal komplett in G10 Schwarz. Muss man dann gucken, was einem am besten gefällt. Schön gearbeitet das Jimping, aber sehr, sehr uneffektiv. Durchaus effektiv ist die kleine zusätzliche Mulde hier am Klingenrücken. Da bremst der Daumen nämlich durchaus. In einem Vorgriff hat man dann durchaus viel Kontrolle für druckvolle Schnitte. Dafür ist das durchaus gelungen. Das ist ja auch etwas, was viele Leute begrüßen bei so einem Vorgriff. Ich persönlich muss dazu sagen, ich bin von so einem Choll, von so einem Vorgriff ziemlich weg. Bei Messern wie im Paramilitary 2 gefällt mir der noch ganz gut. Da hat Spyderco aber eine ungewöhnlich gute Art und Weise gefunden, den anzubringen. Hier durch den Guard ist es ein bisschen schmerzhaft. Überhaupt die Kanten hätten ein bisschen weicher noch gebrochen werden können. Ist natürlich immer schwierig. Wir reden hier von, ich glaube, preislich liegt das Ding bei 23 Euro. Da kannst du nicht ewig zusätzliche Maschinenzeit noch reinstecken, um alles noch feiner zu runden. Das ist schon, wie erwähnt, gut verarbeitet. Aber hier im Vorgriff, das Messer ist halt durchaus kantig. Und selbst so kleine Schnitzarbeiten, wie ich sie gerade gemacht habe, die spürt man schon. Da entwickeln sich schnell Hotspots in der gesamten Handfläche. Das würde ich definitiv als negativ einordnen. Dieses Messer ist also als Bushcraft-Messer in meinen Augen absolut, ich würde nicht sagen, nicht geeignet. Natürlich besser so ein Messer als kein Messer, gar keine Frage. Aber Mora, was ja nochmal deutlich günstiger ist, schlägt dieses Messer um Längen. Ach, das sind Welten. Welten liegen wirklich dazwischen. Das ist kein untaugliches Messer, aber das fällt für mich eher in die Kategorie EDC fixed. Für die Leute, die sowas Großes und doch leicht Aggressives mit sich tragen wollen, für die ist das vielleicht was, weil es halt wirklich sehr, sehr cool daherkommt. Da kannst du viele Schneidaufgaben mitmachen, da kannst du Essen vorbereiten, da kannst du halt mal was durchtrennen, was halt so täglich an Arbeiten anfällt. Oder halt für Leute, die einfach Messer lieben im Budgetbereich und gerne mal ein bisschen durchtauschen, sich was Neues bestellen, da ist das hier absoluten Tipp wert. Als Automesser würde ich das hier wirklich nur absolut bedingt empfehlen. Gewichtstechnisch haben wir 117 Gramm. Das Messer mit der Kydex eine Kydex wird es wohl nicht sein, vielleicht so ein ABS-Kunststoff. Mit dieser Scheide sind es 213 Gramm und die Scheide ist für mich absolut ein Highlight bei diesem Messer. Das Tragesystem funktioniert ganz gut. Ich habe dieses Messer selber mal einen Tag mit mir rumgetragen. Muss dazu gestehen, einen Tag quasi nur zu Hause. Ich bin einfach nicht der Typ, der mit Fixed-Messern draußen rumläuft am Mann. Gerne mal eure Erfahrung dazu reintackern. Da tue ich mich doch noch schwer. Also wenn ich mein Heidi mit dabei habe, dann ist das ja eine kompakte Lederscheide und das schiebe ich mir dann einfach in die Hosentasche rein. Kein Problem. So jetzt am Gürtel, da fehlen mir auch wirklich so die Erfahrungswerte, absolut. So jetzt in der Wohnung getragen, beim Rumtragen, fühlt es sich ganz okay an. Hielt sicher, lässt sich leicht rüberschieben. Wenn der Gürtel dann schön in diese kleine Mulde hier reinpasst, dann sitzt das auch sehr sicher. Und das Tolle ist, wir haben hier halt über diesen Schieber, das ist so ein kleiner Bolzen, der fährt hier in die verschiedenen Löcher rein und fixiert dann dieses Modul, das du drehen kannst. Und dann kannst du die Position anbringen, ob du es senkrecht tragen möchtest am Gürtel, wie du es halt bevorzugst. Und die Verarbeitungsqualität ist auf einem absoluten Top-Niveau. Wirklich, wirklich ein Highlight. Sitzt super, super fest, lässt sich schön ziehen, hat einen schönen Push-Klack. Absolut top. Wirklich, wirklich großartig. Highlight, diese Scheide.
Jo, und im Großen und Ganzen war es das jetzt auch schon zu dem Messer. Preislich liegen wir hier bei 23 Euro. Das war zumindest zuletzt der Preis, den Gearbest aufgerufen hat. Und so rein als Arbeiter, da bringe ich es jetzt nicht über mich, dem Teil eine klare Empfehlung zu geben. Das muss einem schon liegen, so ein Modell, auch in der Tragemöglichkeit. Meins ist es nicht ganz. Also ich würde sowas nicht dauerhaft als fixed bei mir tragen. Dennoch ein sehr cooles Modell und vor allem top verarbeitet. Wer da so ein Feedback haben wollte, sich informieren wollte, ob das Teil verarbeitungstechnisch was kann, ihr kann es. Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich, wirklich top. Und Kontrapunkt könnte ich hier nur aufzählen. Jimping wirklich uneffektiv. Das ist dann eher nur was für die Optik, wer sowas denn optisch mag. Ansonsten bremst es den Daumen kaum. Und halt, ich würde mir dieses Modell vielleicht mit minimal dickeren G10-Griffschalen, aber wirklich nur minimal, keine Ahnung, so 1, 1,5 mm pro Seite wünschen und dann den Choil hier weglassen, einfach die Klinge länger durchgezogen bis zum Griff, dann ganz normalen Guard und dann hätten wir vielleicht halt nur diese knapp 9 cm Klinge, aber bessere Kontrolle, keine Hotspots durch den Überstand hier. Das würde ich begrüßen, denn ansonsten durchaus ein schickes Teil. Alles klar, das war's von mir. Gerne Feedback zu dem Stachel hinterlassen, wie euch das gefällt. Und falls ihr von Sanremo ein Fixed am Mann habt, jo, auch dazu mal ein Feedback hinterlassen, wie das so die Arbeit, wie es sich bei euch schlägt. Alles klar, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.